Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du Zahlen in Gleitkommadarstellung angeben kannst. Die Gleitkommadarstellung setzt sich aus der Vorzahl a, das ist eine Zahl, die klein oder gleich 1 ist, aber kleiner als 10, und der Zehnerpotenz 10 hoch k zusammen, wobei k eine ganze Zahl ist. Ich möchte mit dir drei Aufgaben besprechen, und zwar die Zahl 0,09203, 19,4 Milliarden und 0,87%. Danach pausieren wir das Video und du kannst versuchen, die anderen Aufgaben selbstständig zu lösen, bevor ich dir die Lösung zeige. Nun zu 0,09203. Als Vorzahl brauchen wir die Zahl 9,203, das heißt, das Komma muss um zwei Stellen verschoben werden. Aus Ausgleich dazu benötigen wir die Zehnerpotenz mal 10 hoch minus 2. 19,4 Milliarden. Für Milliarden verwenden wir die Zehnerpotenz 10 hoch 9, da Milliarden um 10 hoch 9 9 Nullen hat. Wir erhalten 19,4 mal 10 hoch 9. Nun gilt es noch, die Zahl 19,4 als adäquate Vorzahl anzuschreiben. 1,94. Und als Ausgleich dazu benötigen wir die Zehnerpotenz 10 hoch 10. 0,87%. Du weißt bereits, Prozent bedeutet 1/100. Das ist dasselbe wie 10 hoch minus 2. Somit können wir anschreiben 0,87 mal 10 hoch minus 2. Und erhalten somit als insgesamtes Ergebnis 8,7 mal 10 hoch minus 3. Du siehst hier nochmal die Angaben. Pausiere nun das Video . Du erhältst folgende Lösungen. 4820 ist 4,82 und das Komma muss um drei Stellen verschoben werden, daher mal 10 hoch 3. 42,81, 4,281 für die korrekte Vorzahl mal 10 hoch 1. Man könnte diese 1 auch weglassen. Für 0,0023 mal 10 hoch 6 verwandeln wir zunächst die Vorzahl in eine passende Vorzahl, erhalten 2,3 mal 10 hoch minus 3 mal 10 hoch 6. Die Potenzen zusammengefasst ergeben 2,3 mal 10 hoch 3. Zuletzt 8 Millionen. Millionen steht für 10 hoch 6. Und nun ist die Aufgabe gelöst.